Hey Leute, warte, willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar heute mal zu einem ernsten Thema. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das tatsächlich mal sagen werde, aber das Thema heute in der Folge ist das Ende vom Clickbait. Abonniert, verluten! Einige werden es vielleicht schon mitbekommen haben, dass seit ein paar Tagen weniger Titel in Caps Lock geschrieben werden. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar gibt es auf YouTube eine YouTuber Creator Academy. Klingt viel toller, als es eigentlich ist. Schreibt YouTube einfach nur Tipps, wie man seinen Kanal bestenfalls führen sollte. Da stehen im Grunde nur so Sachen, die jeder weiß, wie zum Beispiel: Hey, schreibe einen interessanten Titel, der Leute dazu bringt, aufs Video zu klicken. Cool. Aber jetzt gibt es aktuell einen Kurs, der heißt Dein Publikum vergrößern. Und unter Lektion 3 wirkungsvolle Thumbnails und Titel erstellen. Und da gibt es einen Punkt, der nennt sich die Verwendung irreführender oder reißerischer Thumbnails und Titel sowie Clickbaiting vermeiden. Digga! Und da gibt es ganz interessante Sachen, die da stehen. Und ich dachte, wir gehen da erstmal gemeinsam durch und werden gemeinsam darüber reden, warum Clickbait bald nicht mehr existiert auf YouTube. Zumindest nach YouTubes Artikel hier. Kein Clickbait. Erstmal hat YouTube hier ein überragendes Video geteilt, was, finde ich, überragend übersetzt wurde. Ich habe es mir eben schon mal angeguckt. Es ist überragend übersetzt. Lass uns da mal gemeinsam reingucken. Es ist auch komplett lippensynchron. Es wirkt super authentisch. Gucken wir mal kurz rein. Sobald du weißt, was du über deinen Kanal zeigen möchtest, müssen deine Videos leicht gefunden werden und aus der Masse hervorstechen. Es ist so überragend. Es ist eine Plattform, auf der die Leute Videos sehen wollen. Oft wird anhand von Thumbnails entschieden, was angeschaut wird. Es passt halt so überhaupt nicht. Die könnten doch einfach irgendwas hier zeigen, schwarzen Bildschirm, und es wäre genauso synchron. Gucken wir uns das erstmal an, okay. Also ein gutes, auffälliges Thumbnail aus. Hier ist ein Beispiel. Das Thumbnail wurde nicht automatisch erzeugt, sondern vom Benutzer. Oh, krass. Mit einem bestätigten YouTube-Konto und einem... Das ist halt das, was hier so steht. Man kann selbst Thumbnails machen. Das ist halt das, was... Deswegen guckt auch nie jemand rein. Wird nicht klar, worum es in dem Video eigentlich wirklich geht. Danke. Und auf jeden Fall, sowas steht hier halt. Und wir können uns jetzt erstmal, wie ich sagen, gemeinsam hier durchklicken. Und das ist übrigens kein Witz, das ist wirklich, es existiert. Weil YouTube anscheinend nicht so viel Lust hat, Geld mit Aufrufen zu verdienen. Die Verwendung irreführender oder reißerischer Thumbnails und Titel sowie Clickbaiting vermeiden. Und ich würde auch sagen, wir lesen jetzt die Punkte durch und dann gehen wir mal in die YouTube-Trends am Ende und vergleichen, ob die YouTube-Trends sich daran halten tatsächlich. An diese neuen Richtlinien von YouTube. Das sind tatsächlich Richtlinien, was man machen soll tatsächlich. Deswegen sollte man sich eher daran halten. Hier rechts sehen wir schon mal, was du vermeiden solltest. Thumbnails. Übermäßige Gewalt, auch bei Parodien. Bilder, die nicht für Zuschauer geeignet sind. Das ist komplett vage. Was soll das bedeuten? Was ist für Zuschauer geeignet, was nicht? Das ist mega subjektiv der Wert. Okay. Übermäßig anzügliche oder erregende Inhalte. Katja Krasavice, goodbye. Stan, der oberkörperfreien Video macht, goodbye. Sowas halt. Videotitel. Übertriebene Nutzung von Großbuchstaben und Symbolen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das heißt, man darf nicht mehr Caps Lock benutzen, nach dem, was da rechts steht. Caps Lock ist nicht so gut, weil er kann irreführend sein anscheinend. Und Symbole sind, glaube ich, auch sowas gemeint wie halt Ausrufezeichen, Emojis. Sowas ist halt verboten. Unangemessene oder vulgäre Sprache. Das heißt auch, glaube ich, dass jetzt nicht... Zum Beispiel das Spiel Suicide Guy. Ist, finde ich, ein cooles Spiel. Aber ich darf nicht Suicide Guy in den Titel schreiben, weil Suicide Guy ist, glaube ich, definitiv nicht angemessen. Deswegen habe ich es auch nirgendwo im Titel stehen. Hier sehen wir nochmal eine Liste, was auf jeden Fall vermieden werden sollte. Täuschend oder irreführend darf ein Titel nicht sein. Nee, der Inhalt des Videos wird falsch dargestellt. Achte ich persönlich zumindest immer drauf, dass das, was im Titel steht, auch im Video eingehalten wird. Aber muss ich jetzt wahrscheinlich noch weiter zurückfahren. Blockierend. Das Video enthält beleidigende oder unangemessene Sprache oder Bilder. Das ist das Problem. Weil der Algorithmus erkennt ja Wörter. Das ist ja nicht manuell gecheckt alles, sondern YouTube hat so ein Programm erstellt und das überprüft zum Beispiel, okay, sind im Titel 3 Ausrufezeichen drin. Dann werde ich das Video jetzt schlecht bewerten, weil es einen irreführenden Titel hat. Oder zum Beispiel sagt der YouTuber im Video ein Schimpfwort. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, F***, da ich jetzt eine Beleidigung gesagt habe, ist das Video wahrscheinlich schlechter bewertet. Oder ich zensiere die Beleidigung jetzt tatsächlich, aber ihr könnt nicht alle denken, was ich gesagt habe. Okay, nächster Punkt. Abstoßen. Das Video enthält ekelerregende oder abstoßende Bilder. Ist, wie gesagt, subjektiv. Grundlose Gewalt. In dem Video werden grundlos Gewalt oder Missbrauch unterstützt. Wenn ich im Videospiel jemanden töte, zählt das auch dazu? Ich weiß es nicht, anzüglich. In dem Video hatten wir ja schon aufdringlich. Titel werden mit Großbuchstaben oder Ausrufezeichen übermäßig hervorgehoben. Das heißt, keine Großbuchstaben mehr oder Ausrufezeichen. Es sieht aktuell so aus, meiner Meinung nach, dass man ein Wort groß schreiben kann, das immer noch cool ist.
Aber es ist wirklich alles neu. Ich habe das erst hier seit 2 Tagen, glaube ich, das Wissen. Und hier runter haben wir ein paar Beispiele für schlechte Thumbnails. Hier zum Beispiel. Unglaublich, diese Lebensmittel bringen dich um. Und das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung, weil es... Keine Ahnung, aber lesen wir erstmal durch. Hierbei handelt es sich um einen Clickbait, der versucht wird, Zuschauer mit maßloser Übertreibung anzulocken. Der Tote im Thumbnail erzeugt einen Schockeffekt. Es ist nicht mal tot, es ist ein... Egal. Ist... Okay. Und der Titel ist irreführend. Ein besserer Ansatz wäre, ein Thumbnail und einen Titel zu verwenden, der den Videoinhalt auf positivere und zuschauerfreundlichere Art und Weise darstellt. Also ein Video, wo es um Lebensmittel geht, die einen umbringen können, das soll man freundlich darstellen. Ich habe keine Ahnung, wie man es darstellen soll, freundlich. Deswegen kann man solche Videos wahrscheinlich nicht machen. Okay, wir sind jetzt bei den wunderbaren YouTube-Trends. Und was haben wir hier? Okay, wir haben hier ein Video, wo ein Mann einen Hund tritt. Ist ja einfach Gewalt. Also das ist schon mal komplett... Es dürfte gar nicht hier sein, ehrlich gesagt. Es ist Gewalt. Es ist einfach pure Gewalt. Dürfte nicht da sein. Macht keinen Sinn. Hier nochmal geht es um Suizid. Darf eigentlich auch nicht sein, weil es ist so ein... Okay, gehen wir mal weiter runter. Aber wenn ihr mal darauf achtet, es sind weniger Titel, die wirklich groß geschrieben sind in den Trends. Hier links haben wir Schönes. Nash und Ahmed Miri geschlagen. Und Zuna verhaftet. Da ist schön viel Caps Lock drin. Da ist ein Ausrufezeichen drin. Es geht auch noch um Gewalt im Video. Auch eigentlich nicht so okay, aber es ist halt in den Trends drin. Also in der Zukunft, wenn YouTube das verschärft, wird so ein Video nicht in den Trends sein. Und überhaupt richtig wenig Caps Lock sehe ich hier. Richtig krass. Ein Video von Coldmabo, ein Video von Unge, was nicht von Unge ist. Ey, diese ganzen Reaction-Videos von Unge. Jetzt mal ganz ehrlich, Reaction-Videos sind scheiße. Guck doch nicht diese ganzen Reaction-Videos. Ich meine, die von Unge sind tatsächlich im Livestream ganz cool. So, weil er kommentiert das immer schön mit seiner persönlichen Art. Ich habe mir auch schon ein paar davon angeguckt. Auf jeden Fall cool. Aber guckt euch dann doch nur das an, was Unge auch hochlädt und nicht diese ganzen komischen Re-Uploads. Ich sehe so oft irgendwo rechts in der Leiste, Unge reagiert auf bla bla bla. Unge reagiert auf bla bla bla. Das müssen ja nicht mal krasse Videos sein, das sind einfach irgendwelche Videos. Ich verstehe nicht, warum das so abgeht, ehrlich gesagt. Weißt du, wir sagen alle, Reaction-Videos sind richtig kacke, aber wenn Unge das macht, ist es richtig geil. Als Livestream-Format finde ich es cool, ehrlich gesagt. Finde ich richtig cool. Aber so auf YouTube, da ist vielleicht das nicht so ganz cool, ehrlich gesagt. Lass uns mal German Let's Play durchgucken. Hier sehen wir die Titel, die er noch vor einer Woche gemacht hat. Caps Lock, Caps Lock, Caps Lock, Caps Lock. Und dann ist irgendwann bekannt geworden, dass es nicht mehr so gut ist, Caps Lock zu schreiben. Und auf einmal sind die Titel nicht mehr in Caps Lock. Halt ähnlich wie bei mir oder ähnlich wie bei Paluten. Ist, finde ich, richtig interessant. Alles Caps Lock, alles Caps Lock, alles Caps Lock. Und jetzt seit ein paar Tagen fast gar kein Caps Lock mehr. Also es ist so ultra interessant, finde ich, dass sie es einfach gewandelt hat. Ist wirklich so krass interessant. Und jetzt natürlich die große Frage, was heißt das für euch? Gar nichts. Das heißt absolut gar nichts. Das heißt nur, dass auf YouTube vielleicht bald Clickbait ein bisschen cleverer sein muss, dass die Titel weniger Caps Lock haben, weniger Ausrufezeichen haben, wahrscheinlich auch weniger kein Fake, weniger kein Clickbait im Titel haben und sowas. Und das finde ich ehrlich gesagt ultra interessant. Und die letzten Worte halt jetzt hier noch die Frau von YouTube, die so schön lippensynchron redet. Und Angela Merkel hat auch noch die letzten Worte, habe ich übersagen. Leute, sehen wir uns zum nächsten Mal. Findet ihr so Videos interessant, wo ich einfach mal ernsthaft über ein Thema rede? Oder findet ihr sowas langweilig? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Und Frau YouTube redet jetzt noch. Ciao. Am wichtigsten ist aber, dass dein Thumbnail-Bild dein Video genau beschreibt. Ein Thumbnail sollte nichts absichtlich Falsches versprechen, nur um Klicks zu erzeugen. Das schafft eine schlechte Nutzererfahrung und jemand, der mit falschen Versprechen gelockt wurde, kommt nicht wieder. Und du verlierst einen potenziellen...